Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Nation Zero, und ich dachte, diese Folge fangen wir mal ein ganz kleines bisschen anders an. Und zwar wollte ich euch doch wenigstens mal kurz die Statistiken zeigen. Hier die Tabelle. Köln seht ihr, führt allerdings nur knapp 2 Punkte hinter ihnen. Wartet auch schon Augsburg und lauert auf einen Fehler. Dahinter jetzt die Eisbären wahrscheinlich, dank mir. Iserlohn, Nürnberg, und dann kommen wir schon wieder auf 6, aber ihr seht, Platz 6 wird mehr oder weniger geteilt von 3 Mannschaften, also jeder Fehler hier momentan tödlich für uns, und wir können wieder komplett durchgereicht werden. Das wollen wir natürlich aber nicht. So, das war die Teamtabelle. Dann haben wir, hupala, Tore und Assists. Ihr seht Greg Moore mit 26 Toren auf Platz 1. Chris Minar von Köln. Köln? Köln? Ja, von Köln, genau. Von Köln auf Platz 2, Ullmann von Mannheim auf 3, Flake von Hamburg auf 4 und genauso Ramzi Erbeet, der sich anscheinend sehr gut gemacht hat. Den haben wir erst weggetauscht. Ja, zur Mitte der Saison oder so, und 16 Punkte jetzt noch gemacht. Sehr gut. Hat sich also für sie gelohnt, definitiv. Ich glaube, unser Wolf hat nicht so viel. Punkte und Siege. Chris Minar 53 Punkte, Greg Moore 47, 45 von den Nürnberg Ice Tigers. Beziehungsweise von den Thomas Sabo Ice Tigers, Reinprecht, Herbert von den Eisbären 41, Blank von den Krefelder Pinguinen, genau, 40. So, haben wir hier noch was gehalten in den gehaltenen Prozent- und Gegentordurchschnitt aus den Birken mit 91,38. Ehelichner von Augsburg 91,29, und die gleiche Statistik hat Göpfert mit 91,29 auf den dritten Platz. Erzberg von den Iserlohn Roosters 91,23%, auch sehr gut. Und Dennis Endras von Mannheim 91,11%, sehr gut. Und hier der Gegentordurchschnitt auch nochmal. Ehelechner 2,04, Endras 2,14, Ostenbürken 2,24, Göpfert 2,30 und kurz dahinter Erzberg. Übrigens, das gegen die Straubingen Tigers sollte doch machbar sein. Und hier noch was. Zeigen wir euch mal heute den ganzen Schmatterrat hier. Furchner, immer noch verletzt, 5 Wochen. Postkommutationelles BAP-Syndrom im Kopf, also Gehirnerschütterung, würde ich mal fast behaupten. Gut, sei es drum. Wir kommen auch ohne ihn zurecht. Und dann geht es jetzt auch gleich los mit dem Spiel. Nochmal die ganz kurzen Ladezeiten hier. Und dann könnt ihr euch das Spiel angucken. Übrigens habe ich vorhin auf Arbeit erfahren, das kann ich ja nochmal nachkontrollieren hier. Haben wir, glaube ich, gegen Finn 4-0 verloren? Ist das richtig? Ist das richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich das nachgucken kann. News DL und TV-Übersicht. Und übrigens, Alexander Oblinger kehrt zurück. Na, wo ist es? Kehrt zurück zu den Nürnbergern. Derek Dinger verstärkt die Wild Wings. Und gibt es noch eine Neuigkeit? Ich glaube sonst nicht. Ich glaube, ansonsten war es das momentan. Ja. Dämpfer für deutsches Team, genau. Die Finnen verlieren hier, gewinnen hier 4-0 gegen Deutschland, aber es war mehr oder weniger eigentlich zu erwarten. Gut, sei es drum, es geht endlich los. Bekashia, der Torwart bei den Tigers. Bei uns ist es natürlich Fedor. Und ich weiß nicht, ob ich es bis jetzt schon erwähnt habe, aber wenn, nein, dann tut es mir natürlich leid. Patrick Pohl und Brocklehurst spielen ab nächster Saison wieder zusammen oder immer noch zusammen. Nur halt unter einem neuen Trikot, und zwar unter dem Trikot des Meisters der Iserlohn. Nein, Quatsch, ich verwechsel die beiden immer. Der Ingolstädter natürlich. Bitte verzeiht mir. Jason Bekashia. So. Und der erste Anpfiff hier geht gleich los. Und Downey holt sich den Puck gleich mal. Schön gemacht. Bennett auf Greg Moore.
Allerdings der hier gegen drei Verteidiger. Obwohl noch Melee wartet. Bennett! Schönes Ding, schöner Schuss. So muss das. Melee, erste Chance. Melee, zweite Chance. Und der ist der Puck irgendwie drin. Er geht an die Kufen vom Gegner, glaube ich. Nach knapp 2 Minuten, nach knapp 3 Minuten hier meine ich natürlich. Na, Melee bekommt das Tor zugesprochen. Ihr wisst ja, Eigentore gibt es beim Eishockey nicht. Ja. Da bekommt es die 26 an die Kelle. Hier sieht man es bestimmt besser. Ja. Und dann macht er ihn unfreiwillig rein. Und schon steht das 1:0 für die Grizzly Adams Wolfsburg. Und auch Heskens kann hier den Bulli nicht für sich gewinnen. Oh, und jetzt kann er die mit der Chance. Haskins! Oh! Wenn das keine gute Gelegenheit war, dann weiß ich auch nicht. Connelly holt sich den Puck kurz vor der Linie. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, welche Strategie wir hier verfolgen. Gucken wir mal nach. Überzahl, okay. Ja, wir waren irgendwie nicht in Überzahl. Ich hatte eher das Gefühl, dass der Gegner in Überzahl war. Und anscheinend gibt es hier eine Strafe gegen uns. Warum? Kann ich euch allerdings nicht sagen. Ich habe nämlich nichts gesehen. Und wenn... Ja, und ich glaube auch nicht, dass ich es war, weil ich habe mich diesmal mit R1 echt zusammengerissen, beziehungsweise habe ich es überhaupt nicht gemacht, erst unten. Ne, die beiden sind einfach gegeneinander gelaufen, würde ich sagen. Ja, genau. Und das macht der Computer nur allzu gerne 2 Minuten in Führbehinderung. Und Lehu, holt Lehu hier den ersten Bulli für uns? Natürlich, nö. Eden. Ach, das war der Schiedsrichter, ich wollte gerade zum Schiedsrichter passen, nicht Esel. Oha, da sind wir ein bisschen verwirrt, würde ich sagen. Bennett jetzt. Auf Lehu. Zögern wir das Ganze hier mal ein bisschen voraus. Lehu. Tut nur. Ach Gott. Eigentlich wollte er nicht so tun. Eigentlich wollte er auch schießen, aber er rutscht natürlich den Augenblick weg. Oh, und die erste gute Chance hier für die Straubing Tigers. Ich lasse ihn schon wieder viel zu viel Raum. Und da sage ich es gerade noch, da ist auch der Puck schon im Netz. Obwohl ich eigentlich hier Hoffnung hatte, dass ich da rechtzeitig dran bin. Hier, den Oblick stochern wir nämlich. Ah, und durch das Stochern war unser Puck genau drüber. So ein Schmiss. Stuart hier mit dem Ausgleich. Ja. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, war das jetzt noch ein Powerplay-Tor? Ich habe nicht so ganz drauf geachtet. Maxwell sieht man auch selten. Und es gibt Icing. Und eigentlich gewinnen wir mal einen Bulli. Brocklehurst hier mit der Chance. Ihr wisst das, er kann das. Aber er kommt hier nicht zu der Gelegenheit und von daher kann er das auch nicht unter Beweis stellen. Emmingan. Likens und Haskins sind beide am Puck. Haskins holt sich den Puck. Connelly. Schön gemacht. Von Haskins setzt sich hier durch. Oh, und die Chance von Graham. Gleich nochmal vielleicht Connelly. Nein. Bekashua erhält. Zwei wunderschöne Paraden, muss man ja mal sagen. Vor allen Dingen den letzten, den hält er sogar noch mit der Fanghand. Meine Güte. Nicht schlecht, Herr Specht. Greg Moore spielt auf Kubina. Kubina zieht ab und nix da. Aber jetzt, ja, noch Melee zum zweiten Mal. Am heutigen Abend bekommt den Rebound auf die Kelle und zieht ihn dann hinterm Torwart direkt rein. Und macht hier sein 17. Saisontor. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier sehen wir es. Melee holt sich den Puck. Zack. Und so schnell kann Bekashu oder die Ecke gar nicht zumachen, wie hier geschieht.
Und trotz einem relativ spitzen Winkel macht Normini es, und das meine ich, der Junge hat unglaublich Technik. Zeigt das hier leider nicht so oft, obwohl jetzt, sagen wir mal, zur zweiten Hälfte der Saison macht er das schon wesentlich besser. Vielleicht lag es auch immer an mir, ich weiß es nicht. Oh, der Pass. War natürlich nicht für den Gegner bestimmt, der ist allerdings hingegangen. Eaton vielleicht jetzt mit dem Check, nein. Ui. Greg Moore auf Bennett. Bennett will den Puck allerdings nicht. Gibt ihn an den Gegner. Und das wollen wir wiederum nicht. Und es gibt erneut eine Strafe. Warum denn jetzt schon wieder? Die Nummer 27, Spencer Bennett hier. Schauen wir es nochmal. Ah gut, okay. Da haben wir ihn doch ganz schön das Bein weggekloppt. Von daher wieder einmal gerechtfertigt die Strafe. Trotzdem holen wir uns den Bulli. Oh Gott. Und da der Fehlpass des Jahrhunderts. Obwohl, ich glaube, ich habe schon schlimmere gemacht. Aber das ist auch wieder, was ich meine, dieses Passsystem. Ich kann es nicht ab und ich hoffe so sehr, dass das hier in NHL 15 verbessert wird. Ich habe schräg nach oben links gedrückt. Da seht ihr die Nummer 8, Lehu. Steht ganz einsam allein. Aber da geht er nicht hin, der Puck. Stattdessen geht er zum Verteidiger, der auch noch gedeckt ist. Von Monier. Und der macht das Ding dann einfach mal. Den Torwart kann man da wieder mal keine Vorwürfe machen. Schön gemacht. Aber Rüdke. Oh, Simon Danner. Der Pass war zu viel. Mounier. Und jetzt vielleicht nochmal ein Alles-oder-nichts-Angriff. Ah, toll. Den Augenblick kreuzen sich natürlich die Wege von... Ah, Mist. Nee, das wurde, glaube ich, diesem Drittel nichts mehr. Da bricht sogar noch der Schläger ab. Und wir gehen hier mit einem 2:2 in die Drittelpause. Ich glaube sogar in die erste Drittelpause, kann das sein? Ich glaube ja. Also noch jede Menge Zeit hier die Führung zu schießen. Zweimal hat schon geklappt. Warum soll es nicht nochmal klappen? Richtig, die erste Pause hier. Mach es ihnen nicht zu leicht. Spiel gutes Penalty Killing. Okay, warum haben wir denn zwei? Na egal. Okay, kein Kommentar. So, es geht weiter hier mit dem zweiten Drittel. Greg Moore kann den Bulli leider nicht für sich entscheiden. Eaton. Rubina. Und es gibt eine Strafe für Behinderung. Das hätte er eigentlich, ja, wissen müssen. Oh. Und da bricht der Schläger erneut. Zum zweiten Mal am heutigen Abend. Das ist selten. Und schöner Save von... Oh, da gibt es sogar 2 plus 2 Minuten. Also gleich 4 Minuten Powerplay für die Straubing Tigers. Und das ist nicht gut. Pavel Kubina, 2 Minuten für Behinderung. Aha, und wer hat die anderen 2 bekommen? Keine Ahnung. Also er kriegt 2x2 Minuten für Interfering, also Behinderung. Hat uns gerade der liebe, ja, Kommentator aufgeklärt. Oder Stadionsprecher. Schraubing natürlich jetzt alle Zeit der Welt. Wir werden uns auch ein bisschen zurücknehmen. Na, normal. Oh, schöner Schuss. Schöner Schuss, aber... Ich will nicht, dass er schießt, meine Güte.
Wir haben schon so viele Unterzahltore geschossen. Zack. Luhu. Luhu. Ah, schöner Schuss. Aber da hat nicht mehr viel gefehlt. Jetzt wird's brenzlig, aber Phil, der heult das Ding. Bieten. Zack, spielt hinten lang. Vorsichtshalber. Richtig so. 2 Minuten sind vorbei. 2 Minuten haben wir noch. Ja, und irgendwie wollte er gerade nicht schießen. Mal wieder. Schön gemacht von Eaton. Spielt auf Luhu. Und Luhu zieht ab. Was soll er auch sonst machen? Außer von hinten abziehen. Ja, was genau richtig? Beziehungsweise Wolfsburg, was genau richtig? Und sehr schön gemacht hier. Von der Nummer 28. Connelly. Kann sich leider nicht gegen Sullivan durchsetzen. Sullivan jetzt wieder im Puckbesitz. Randall. Oh, schöner Save hier. Und da versuchen sie mit Stuart mit aller Gewalt ran zu hindern am Pass. Und das gelingt ihnen auch. Sie spielen zurück zu Germin. Sullivan. Oh, und jetzt haben sie die einfach überbrückt. Schön gemacht. Aber die 28, Robbie Biener war wachsam. Jetzt habe ich eigentlich einen Schuss erwartet von Emming. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall sind wir wieder komplett. Ihr seht, Pavel Kubina ist wieder da. Startet gleich den Gegenangriff und einen schönen Schuss. Schön gemacht. Das war schönes Penalty-Killing. Jetzt kann er sagen. Aber davor... Ich weiß nicht, ob das, weiß nicht, ob beide jetzt ein Powerplay-Tor waren. Meines Erachtens war mindestens das zweite eins. Ich kann mich allerdings auch irren. Oh, schön abgefangen von Nomile. Spielt nach vorne zu Greg Moore. Allerdings ist der Pass nur sehr langsam und deswegen kann der Vorteil nicht optimal genutzt werden. Die schnelle Umschaltung war dann letztendlich doch nicht so schnell. Ah, schön gemacht von Paul Kubina. So, Haskins. Graham wartet schon. Will zurück zu Haskins, aber... Nö. Der Verteidiger der Straubing Tigers sagt einfach mal nö. So, und jetzt neuer Angriff. Haskins. Haskins! In der Cashiers. Fanghand direkt geschossen. Leider kein Tor. Hier sehen wir nochmal eine schöne Chance von Downey und dann Beach mit dem Rebound, der allerdings auch direkt in die Fanghand von Firodor geht. Aber ich lobe meinen Torhüter jetzt nicht, denn ich weiß, dann bricht er wieder ein. Danach, Simon Danner, schöne Chance. Kommt er sogar nochmal am Puck? Nein, leider nicht, aber ein schöner Check von ihm. Randall Burr. Wollte es zu Brocklehurst passen, Pass kommt nicht an. Straubing fängt ab. So, aber der Rebound wird jetzt erstmal gestoppt. Und jetzt ist auf einmal ganz schön was los hier. Emminger. Marco Rosa, die vierte Reihe jetzt also auf dem Eis. Uiuiui. Uiuiui, weg, weg mit dem Ding. Wir halten ihn. Es gibt Bulli. Scheiß drauf, aber das war mir gerade etwas zu brenzlig. Da. Nehmen wir doch lieber das Risiko in Kauf. Stellen die Defense. Oder im Bulli wird dann defensiv gestellt und dann ist die Sache gut. Von daher, Fyodor, schöner Safe. Und Greg Moore holt sich auch den Bulli. Spencer Bennett. Greg Moore. Ah, nee, nicht ganz so Greg Moore. Leider. Hendry hat ihn irgendwie auf die Kelle bekommen. Wenn auch nur ein ganz kleines bisschen. Ja, und wir kommen nicht mehr so gut ins Spiel wie im ersten Drittel. Oh Gott, fahren hier sogar noch vorbei. Das zweite Drittel, ganz klar, Straubing gehört leider, muss man sagen. Versuch das jetzt im letzten Drittel nochmal zu ändern.
Und dann schauen wir mal, dass das letzte oder vermutlich letzte Drittel noch so zu bieten hat. So. Ach, das ist die Anordnung. Das ist nicht das, was ich mache. Das ist das, was ich machen soll. Okay. So, und es geht ins letzte Drittel. Und wieder ein Fehlpass. Stewart. Auf Down. Da rettet uns der Pfosten hier vor einem möglichen Rückstand. Und was war das? Fielder. Auf einer Melee auf Greg Moore. Wurde weggeschossen, aber geht gleich wieder ran. Bringt allerdings nichts. Und was macht Fielder da? Der lag da schon vorher auf dem Boden. Dass er da nichts mehr machen kann, das ist ja dann wohl klar. Was war das für ein Aussetzer von Fiorentina? Und das ist der Grund, warum ich ihn nicht lobe, Leute. Andy Casalen... Was? Canzanello. Achtet mal drauf, wann er zu Boden geht. Obwohl, eigentlich war es in Ordnung. Stand nur scheiße. Ja, und damit gehen wir dann doch noch in Rückstand. Also jetzt... volle Offensive gefragt. Oh Gott. Und kein Fehlpass, wenn wir hier noch was reißen wollen. Meine Güte. Eskins holt sich den Pass. Aber seien auch wieder zu ungenau. So, Connolly, jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Connolly zieht sich ab. Oh, Graham. Die Möglichkeit, den Rebound zu nehmen. Schafft es aber leider nicht. Eskins, Eskins, 3-3. Wuhu. Der Schuss sah so schlecht aus, so schwach aus und ich habe mir schon tot geärgert. Und dann geht das Ding doch noch rein, ey, Hammer. Schönes Tor. Und schon ist wieder alles offen, es steht wieder 3-3, beziehungsweise es steht wieder unentschieden. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserer Strategie. Gehen hier weiter. Ja, mit der Stange zu. Oh Gott, Greg Moore, warum? Ja, normalerweise zieht er sowas direkt ab. Dieses Mal hat es leider nicht funktioniert. Eaton. Oh Gott sei Dank kam der Pass nicht. Und es gibt eine Strafe, aber warum denn? Was war denn das jetzt? Angriff von hinten? Bandencheck? Ich habe extra ganz schwach gecheckt. Ich habe extra vorher noch gebremst. Nein, es ist Kubina-Behinderung. Ja, und das waren wir natürlich nicht. Oh, ey. 6 Minuten schon alleine, der Mann heute. Und da hat nicht mal mehr ein Haar zwischen gepasst. Das war knapp. Wiener hält Fielder. Wir befreien uns mit einem Schuss ins gegnerische Drittel. Sullivan. Rocklehurst und schön gemacht. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt Greg Moore vielleicht mit dem Angriff. Spencer Bennett. Spencer Bennett schießt aber. Becashua hält. Eaton, auf Lehu. Nein, Pass kommt nicht an. Schade. Lehu fängt den Pass irgendwie ab. Kann aber nicht verhindern, dass er doch irgendwie noch zum Straubinger Spieler geht. Jetzt aber Bennett.
Haskins läuft neben ihnen. Haskins, Haskins. Oh Gott. Jetzt aber vielleicht nochmal Haskins. Oh meine Güte, ist das spannend hier. Noch 6 Minuten zu spielen. Spencer Bennett holt sich... Nein, Quatsch, nicht Bennett. Die 28 Biener holt sich den Puck. Connelly, Connelly, Bennett. Nein. So eine schöne Chance. Wer weiß, ob wir die nochmal bekommen. So, ich glaube, wir sind auf jeden Fall wieder vollzählig. Sind wir das? Sind wir das? Ja, sind wir. So, und schön gewartet, Robbie Biener. Haskins von der Blauen. Back Casual hält. Und wir versuchen es hier mit einem aggressiven Bully. Das heißt, wir spielen auf die 27 aus Spencer Bennett. Und er soll dann das Ding reinmachen. Und naja, 50% davon haben funktioniert. Die anderen 50 leider nicht. Also, gut. Eaton. Holt sich Eaton den Puck zuerst? Nein, natürlich nicht. Jetzt aber. Im zweiten Versuch. Normele. Normele, Normele. Der Casual hat ihn. So, und die zweite Angriffsreihe jetzt aus Eis geschickt, deren Strategie ist, hinterm Tor zu spielen. Jeder weiß, damit habe ich noch so meine Probleme, aber vielleicht klappt es ja dieses Mal. Eaton, Eaton, vielleicht Eaton! 4-3! Das war jetzt nicht ganz hinterm Tor, aber funktioniert hat es trotzdem. Und von daher sage ich einfach mal, scheiß drauf! Mark Eaton hier, 6. Tor. Schöner Pass vorher noch und dann ist der Puck drinne. Wir haben wieder allen Grund zu hoffen hier auf den 3. Sieg in Folge, glaube ich, dürfte es dann sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. Nürnberg, Berlin und jetzt die Straubing Tigers. Aber das ist mal wieder so eine Sache, ich tue mich wirklich bei den schlechteren Mannschaften sehr viel schwerer als bei den guten. So, jetzt nochmal ein Angriff von den Straubing Tigers. Das wollen wir aber nicht zulassen. Kubina. Greg Moore. Bennett. Und das Ding ist wieder drin. Spencer Bennett. 5-3. Und der Torwart war sogar noch drin. Haha, also schön herausgespielt hier von Greg Moore und Normele. Die natürlich jeweils auch einen Assistpunkt bekommen haben. Und Bennett dann macht ihn oben links rein. Über die Stockhand. Von Bekashua. Und ich denke, jetzt ist dann das Ding auch sicher. Denn so weiter den Puck hat, wird er sehr wahrscheinlich den Torwart rausnehmen. Und spätestens dann ist es aus. Ah, nochmal eine schöne Chance hier von Spencer Bennett. Uhu! Kubina, Eaton. Greg Moore, ah, verliert den Puck an Canzanello. Der Torhüter ist vom Eis, aber es ist natürlich zu spät. Sehr schön, die Grizzly Adams gewinnen. Ein schönes Spiel, teilweise durchwachsen. Mit 5-3 gegen die Straubing Tigers. Können damit ihren Platz weiter behaupten. Ihren Platz 6, denke ich mal. Ja, und ich verabschiede mich wieder einmal. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Ansonsten sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao, ciao.